Kottbusser Tor, das türkische Herz der Hauptstadt und auch Problemecke. Drogen, Gewalt. Abends kommen die Leute her, die setzen sich hier. Manchmal sind bis zu 6, 7, sogar 10 Leute. Die trinken hier, die nehmen sich Drogen. Letztens haben wir mit meiner Nachbarin hier auf den Treppen wieder Spritzen gesehen. Dabei gibt es hier seit Anfang des Jahres eine Nebenwache der Polizei. Täglich gehen sie auf Streife, aber die Einsatzkräfte in Berlin am Limit. Vermehrt tauchen am Kottbusser Tor Delikte der Drogenkriminalität auf, Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen und Diebstahlstaten wie Taschendiebstähle. Dennoch lieben die Anwohner ihren Kotti, wie sie das Kottbusser Tor nennen. Wir treffen einige von ihnen. Erdan Cejarulu ist seit Jahrzehnten am Kottbusser Tor unterwegs, betreibt hier ein Café. Er sagt, durch die Polizeiwache habe sich einiges verändert, auch zum Guten. Sexuelle Delikte weggefallen und dann Diebstahl. Die sind nicht mehr Abzockerei, Antranzerei, die sind alles verbessert. Ist nur Drogenhandel, ist noch immer noch. Erdan nennen sie Papa Kotti, weil er fast jeden kennt. Er sagt, für ihn ist das hier wie ein Dorf. Tatsächlich sind auf dem Platz die Dealer verschwunden und die Süchtigen abgewandert in die Nebenstraßen und vor Tugaysh Gölmüş Dönerladen. Wenn jetzt vor der Tür was passiert, die sich streiten wegen Drogen oder sonst was, passiert auch schon mal, dass sie sich gegenseitig schlagen, dass ein Polizeieinsatz kommt oder dass jetzt keine Passanten, meistens halt sie selber sich verletzen, aber trotzdem besteht da auch eine gewisse Gefahr, dass Passanten dabei auch verletzt werden. Auch vor diesem Haus nahe dem Kotti lungern oft Dealer und Abhängige herum. Hussein Tusan wohnt hier. Abends kommen die Leute her, die setzen sich hier. Manchmal sind bis zu 6, 7, sogar 10 Leute. Die trinken hier, die nehmen sich Drogen. Ich bin nicht der Einzige, der hier wohnt. Das sind Familien und Kinder. Die fühlen sich natürlich nicht sicher. Dabei ist die Polizei hier jeden Tag, jede Nacht unterwegs. Am Kotti seien Drogendealer, geben Zivilfahnder ihnen per Walkie-Talkie durch. Zwei Männer verschwinden eilig in einer Nebenstraße. Die Fahnder sind ihnen auf der Spur. Stellen und durchsuchen die vermeintlichen Täter. Wir haben jetzt hier gerade eine Überprüfung von zwei männlichen Personen, die sich vorher am Brennpunkt Kotti aufgehalten haben. Und die werden jetzt erstmal überprüft. Vermehrt tauchen am Kottbusser Tor Delikte der Drogenkriminalität auf, Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen und Diebstahlstaten wie Taschendiebstähle. Das kommt unter anderem zustande, weil wir hier einen sehr großen Umsteigebahnhof haben. All dies bleiben aber nur Nadelstiche in Berlin, einer Stadt, deren Polizei am Limit ist, auch durch den Krieg in Nahost und der vielen Demonstrationen deshalb. Na, grundsätzlich ist es so, dass uns einfach viele Kräfte, die sonst an den Einsätzen hier beteiligt sind, entzogen werden, weil die stadtweit halt andere Maßnahmen fahren müssen, sei es Nahost, sei es Klimakleber. Von daher haben wir weniger Kräfte zur Verfügung. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine hohe Anzahl an Einlieferungen und Vollstreckung von Haftbefehlen. Das läuft ganz gut. Also durch die neue Polizeiwache am Kotti können Tatverdächtige schneller überprüft werden. Anwohner fühlen sich ein wenig sicherer. Insgesamt wurde die Wache nach anfänglichen Bedenken gut angenommen. Ich glaube, das hat sich etabliert als Ansprechpunkt für die Bürger. Jetzt nicht unbedingt auch nur um Strafanzeigen zu stellen, sondern dass die Polizei bürgernah auftritt, niedrigschwellig quasi ein Angebot bietet. Ich glaube, die Akzeptanz hier insgesamt am Kottbusser Tor für die Wache ist sehr gestiegen. Ich glaube, da gab es sehr viel Misskredit am Anfang, der jetzt aber ausgeräumt wurde. Und von daher glaube ich, man hat hier mittlerweile eine gesunde Zusammenarbeit etabliert. Dies bestätigen auch die Frauen im türkischen Treff. Wie Erdan leben sie seit Jahren am Kottbusser Tor, lieben ihre Gemeinschaft. Alle wünschen sich noch mehr Einsätze der Polizei. Zwar gäbe es keine sexuellen Übergriffe mehr, der Drogenkonsum, Dealer und Fixer sind für die Frauen und ihre Kinder nach wie vor unerträglich. Letztens haben wir mit meiner Nachbarin hier auf den Treppen wieder Spritzen gesehen mit Blut. Und unsere Kinder gehen ja hier die Treppen hoch, runter zum Spielplatz. Ja, mit den Drogen, das haben wir denn irgendwie, es ist jetzt nicht viel besser, ist es nicht dadurch geworden, finde ich. Ja, es müsste natürlich, das ganze Problem im Haus fängt es ja denn an. Ne, es, also,
ich kann nicht sagen, dass da halt sich vieles geändert hat. Aber es gibt eben auch diese andere Seite vom Kotti, das Miteinander der Menschen hier, das Dörfliche. Erdjan besucht seinen Freund Avni Kazanci. Ihm gehört ein kleines Fischrestaurant. Die beiden kennen sich seit fast 3 Jahrzehnten. Auch für Avni und seine Familie ist der Kotti in all der langen Zeit Heimat geworden. Die Spezialität hier, Fischsuppe mit Lachs. Ich bin 51 Jahre hier mit meiner Familie und alles. Also mein Brot auch hier ist. Wo soll ich gehen? In der Küche helfen Avni und seine Frau Mukates noch immer. Aber eigentlich übernimmt Sohn Sedat nach und nach das Geschäft. Die Kundschaft, sagt er, verändere sich stetig. In den letzten Jahren kämen auch immer mehr Touristen. Unsere Stammkunden sind auch die meisten Türken, aber wir haben auch sehr viele Deutsche und Touristen, eigentlich alles. Denn Kreuzberg wandelt sich, wird immer teurer und schicker. Erdjan selbst betreibt am Kotti direkt neben der Polizeiwache ein Traditionscafé seit 16 Jahren. Hier ist Kreuzberg noch wie einst überall, multikulturell, gemütlich, ein wenig verlebt. Der Kaffee günstig. Wie lange dies so bleiben kann, weiß auch Erdjan nicht. Denn neben den Drogenproblemen steigen die Mieten ständig. Viele mussten den Kotti schon verlassen. Kotti wird sich sehr schnell ändern. Diese Mietpreise, diese Wohnungsmietpreise und Ladenmietpreise so schnell hochsteigen, dass in 2, 3 Jahren werde ich Rente sein und ich kann diese Miete nicht mehr zahlen. Auf dem Stelle kommen die Marken. Und diese Marken werden internationale Marken sein. Das sozusagen ändert das Publikum, Kunde. Es wird total anders da sein. Dann muss wohl auch Erdjan wegziehen. Ein Stück seines Herzens aber, so sagt er, wird bleiben. Am Cottbusser Tor, seinem Dorf, trotz all der Probleme.